zur See fahren, um meinen Traum zu verwirklichen. Ich finde das One Piece. Und dann werde ich der König der Piraten! An der Figur an sich liebe ich, dass er einfach so variabel ist. Also er hat einfach dieses kindlich quatschige, naive, teilweise wenn er da mit Chopper und mit Lussop auf dem Boot, wenn sie was essen haben wollen oder irgendwelche Lieder singen oder über Deck irgendwie Quatsch machen und Blödsinn und dann kommt wieder Zorro und sagt, mein Gott, diese Idioten oder irgendwas. Das finde ich einfach super witzig. Auf der anderen Seite hat er eben diesen Switch drin, dass er umschalten kann und dass er genau weiß, wann es drauf ankommt. Und da wird er dann eben seriös, da wird er dann, kommt er in seine tiefere Stimme auch ein bisschen, sag ich mal, in diese Kampfstimme, in diese jetzt verstehe ich keinen Spaß mehr Stimme. Und wenn dann schon die Augen so zugehen und dieser Blick kommt und diese Anspannung, und das finde ich immer total geil. Und wenn dann am besten noch die Musik kommt dazu, liebe ich total, weil ich dann merke, okay, jetzt switchen wir wieder rüber in diese ich setze mein Ding durch und ich kämpfe für alles, wofür ich einstehe, Stimmung. Und das ist halt auch geil. Und das ist auch das, was, glaube ich, One Piece ausmacht, was ja auch viele immer wieder sagen und was ich auch über die Jahre hinweg eigentlich so, ja, angenommen habe und auch erkannt habe, dass One Piece einfach für dieses Thema Einstehen für andere, für Freunde, für eigentlich auch die Familie, immer wieder aufstehen für die Ziele, für die Träume im Leben kämpfen und nicht aufgeben und sich nicht unterkriegen lassen. Und das ist, glaube ich, das, was One Piece wirklich, was die große Message hinter One Piece ist und die auch wahnsinnig vielen Leuten so viel bedeutet, was ich immer wieder auf Conventions höre. Und das finde ich einfach total schön, dass das anscheinend so rüberkommt durch One Piece, und ich spüre das ja auch, dass es wirklich vielen Leuten anscheinend auch hilft. Ich habe so viele Leute schon im direkten Gesprächskontakt gehabt, die mir gesagt haben, One Piece und eben auch ihr mit eurer Vertonung letzten Endes haben mir durch krass schwere Zeiten geholfen. Ich hatte wirklich Probleme persönlich, psychisch, egal was, gesundheitlich, und ich habe einfach One Piece angeschaut und ich habe eure Stimmen gehört und ich habe einfach mir gedacht, nee, also das, was ich hier lerne, heißt wirklich, kämpfe halt durch, bleib dran, du kannst eigentlich alles schaffen, wenn du wirklich dran glaubst, und sei stark. Und die Leute haben wirklich mir, viele haben mir gesagt, sie sind dadurch aus ihren tiefen Tälern wieder rausgekommen und haben neue Kraft geschöpft, und das finde ich einfach Wahnsinn. Und das ist auch das, wo ich mich dann echt ärgere, wenn es dann manchmal immer noch Leute gibt, die halt so Animes und sowas abtun und sagen, oh, ja, so japanischer Zeichentrick und schrecklich und dieser Blödsinn und dieses Kämpfen und Schreien, weil es ist eben nicht nur das. Und ich, das, wenn man sich damit mehr beschäftigt und halt dann so drinsteckt, natürlich wie auch wir oder natürlich vor allem die Fans, und mal begreift, was für Messages dahinter stehen und was für ein tiefer Inhalt da drin ist, dann finde ich, ist es eigentlich schon unverschämt, dem Ganzen so das so abzusprechen und das so als so oberflächlich lapidares, blödsinniges Zeichentrick abzutun, sondern muss man sich eigentlich damit auseinandersetzen und mal verstehen, was damit gemeint ist. Und es ist halt leider oft so in der Gesellschaft heutzutage, habe ich den Eindruck, vieles wird einfach weggewischt und sich gar nicht damit auseinandergesetzt. Und würde man sich damit auseinandersetzen, würde man vielleicht viel mehr verstehen, um was es eigentlich geht, und sich eine ganz andere Meinung bilden. Aber offensichtlich ist teilweise nicht mehr die Zeit vorhanden oder der Wille oder die Lust, Dinge mal wirklich tiefer zu ergründen, sondern es wird einfach ganz schnell drüber geschaut und dann, nee, taugt mir nicht, weg damit. Ist ein bisschen schade, aber eigentlich zurück zur Ausgangsfrage, das ist das, was One Piece für mich ausmacht, diese Message, die dahinter steckt, und bei Ruffy eben auch gerade, dass er diese Message so verkörpert. Ich denke, dass wir ein ziemlich gutes Team wären. Ich töte Leute wie dich beruflich. Also tatsächlich, als Fan, Animes habe ich damals nicht konsumiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe natürlich schon was geschaut, ich habe Kickers geschaut, ich habe Mila Superstar teilweise angeschaut und Sailor Moon auch ein bisschen, aber es war jetzt nie so mein Favorite. Ich war mehr so im normalen Zeichentrick. Also was ich geliebt habe, war Ghostbusters und Turtles. Da war also Turtles vor allen Dingen war mein absolutes Highlight. Ich habe Turtles geliebt und rauf und runter geguckt. Ghostbusters fand ich eben auch super. Ganz am Anfang He-Man, das waren auch meine ersten Actionfiguren, die ich hatte, also die ganzen He-Man und Castle Grayskull, war großartig. Also, aber ich war, wie gesagt, eher so nicht auf Anime, sondern auf der klassischen Zeichentrickschiene eigentlich unterwegs. Und das Anime ist dann tatsächlich auch ein bisschen erst durch die Arbeit entstanden. Also als, wie gesagt, die ersten Animes zum Vertonen kamen und dann vor allen Dingen Ranma und nach Ranma eben One Piece. Und dann ging es auch richtig los mit Animes. Ich glaube auch, dann ist irgendwie auch der Flow so ein bisschen reingekommen in Deutschland. Dann kam, wir hatten ein Studio, das gibt es nicht mehr, die haben eigentlich nur Animes gemacht. Da war ich dann auch öfters für Hack oder
Was war da noch? Ganz, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die haben viele Animes gemacht und da habe ich auch dann, waren es dann auch diese, eher diese, weiß nicht, wie man die bezeichnen soll, diese eher Real-Animes, diese Endzeit-Animes, wo dann so dunkle Städte, Regen, irgendwelche Kämpfe auf offener Straße, irgendwelche mit zerbrochene Scheiben und irgendwie alles kaputt und was weiß ich und jeder kämpft für sich und so. Und das fand ich irgendwie auch ganz geil, mir hat das immer getaugt. Aber tatsächlich, am Anfang waren es eher so die klassischen Zeichentrickfilme. Kein Schiff im East Blue kann mit diesem Baby mithalten. Sie ist perfekt! Kannst du laut sagen. Also die Rolle One Piece, die war natürlich einfach, sage ich jetzt mal, so lapidar es klingt, einfach eine Rolle, die mir auch wieder angeboten wurde, zum Casting zu kommen und eventuell halt diese Rolle zu bekommen, weil man mich halt damals darauf gesehen hat, von meiner Stimme her. Das ist halt immer so, dass die Aufnahmeleiter in Kombination mit den Regisseuren sich ein Projekt anschauen, sehen, welche Rollen sind da drin und dann einfach gemeinschaftlich entscheiden und sagen, dann telefoniert man miteinander und sagt, du pass mal auf der Rolle XY, wen siehst denn du da? Dann sagt der Aufnahmeleiter oder die Aufnahmeleiterin, ja, da sehe ich vielleicht den Hubertus von Lerchenfeld. Und dann sagst du als Regisseur, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, der Hubertus, das könnte eigentlich gut funktionieren. Okay, schreiben wir mal auf. Und in dem Fall war es halt bei mir so, dass jemand gesagt hat, sehen wir halt den Daniel drauf. Und eben noch zwei andere. Und deswegen gab es ja dann auch ein Casting, wie es so oft ist. Und glücklicherweise habe ich es bekommen. Deswegen eigentlich unspektakulär, muss man ganz ehrlich sagen. In Synchron, als im ganz Allgemeinen, bin ich über ein Casting auch wiederum reingekommen. Das war aber kein Casting speziell jetzt auf irgendeine anstehende Produktion, sondern ein allgemeines Casting, wie man es auch manchmal macht, um die Branche quasi zu erweitern. Heute wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr, weil heute einfach auch durch Social Media und die ganze vernetzte Welt die Leute sich, intuitiv oder einfach von sich aus heraus melden. Und damals war es aber so, da musstest du halt wirklich, oder hat man eben teilweise Annoncen geschaltet in der Zeitung und hat gesagt, hier, Studio sucht neue Sprecher, neue Stimmen, kommen Sie am so und so viel vorbei, probieren Sie es aus. Und da hat mich meine Mutter eben hingefahren und hat gesagt, ah, das wäre doch was für dich, du liest doch gerne vor in der Schule und sowas. Und ich habe keine Ahnung, was das war. Und habe aber gesagt, ja gut, dann fahren wir dahin. Und wollte damals auch ein bisschen Geld verdienen, nebenbei mir ein bisschen Taschengeld aufbessern. Und dann bin ich dahin und habe da vorgesprochen und habe dann tatsächlich im Anschluss zwei, drei kleine Rollen bekommen, weil es offensichtlich einigermaßen gut war. Und nach einem guten Jahr, wurde ich dann eingeladen für ein Casting für eine größere Serienrolle. Und habe die auch glücklicherweise bekommen. Und das war wirklich dann auch gut, weil das ist so eigentlich immer so eine Initialzündung. Du musst halt mal was Großes sprechen, damit der Name auch wirklich kursiert, damit der rumgereicht wird, damit der eine Aufnahmeleiter sagt, ah, du, den haben wir jetzt in ein paar Folgen mal gehört, der macht sich ganz gut. Der hat nicht nur 4 Sätze gesagt, sondern der hat vielleicht mal 40, 50 Sätze gesagt. Und so in der Summe können wir sagen, der stellt sich nicht ganz blöd an, probiert den doch mal aus. Und dann kommt das nächste Studio und probiert dich aus. Und so nimmt es dann Fahrt auf. Und so war es halt dann bei mir. Und dann kommen natürlich halt neue Projekte dazu, größere Rollen, verschiedene Genres. Dann bist du plötzlich im Videospielbereich oder im Hörspielbereich. Dann kommen die Animes dazu. Und so baut sich's natürlich auf. Und ich habe eigentlich das immer geplant als Nebenberuf. Das war mir immer klar. Ich werde das nie hauptberuflich machen wollen. Ich weiß gar nicht, warum. Es war für mich als Kind klar, das wird nicht mein Hauptberuf. Und ich habe ja dann auch mein Abi gemacht, habe dann Jura studiert und habe Jura auch zu Ende studiert. Und habe aber dann in den letzten Zügen des Jurastudiums schon gemerkt, vielleicht gibt es da doch noch was anderes. Und habe dann danach wirklich auch überlegt. Ich habe dann auch noch erstmal weitergemacht, aber bin dann in den nächsten 2, 3 Jahren echt immer mehr zu dieser Grundsatzentscheidung gekommen. Ist es jetzt das, was du willst? Willst du in der Kanzlei sitzen? Willst du dich mit den Akten auseinandersetzen? Was sicherlich auch, mein Gott, es ist eine krasse Arbeit. Ich habe ja auch durchaus auch Kollegen oder beziehungsweise Freunde, die Juristen sind und was die leisten, höchsten Respekt. Das ist brutal. Also die Frage war nur, will ich das wirklich machen und sehe ich mich da? Oder will ich halt doch in dieser Kreativbranche bleiben? Und natürlich ist es halt so, die Arbeit als Synchronsprecher, als Regisseur, als Dialogbuchautor ist eine selbstständige Tätigkeit. Und selbstständig heißt halt wirklich, du musst dich um dich kümmern. Du bist für dich verantwortlich, für Vorsorge, im Alter, für deine Buchhaltung, für Akquise, für Jobs, für alles, was deinen Job betrifft, musst du selbst organisieren. Du kannst dir Hilfen holen in Form von Agenturen, wenn die dich nehmen, aber du bist primär mal für dich selbst verantwortlich und musst alles planen. Und das ist natürlich schon auch eine Bürde, die man hat. Und wenn halt kein Job da ist und du hast keine Projekte, dann verdienst du auch kein Geld. Dann ist es nicht wie beim Angestellten, wo am Monatsende trotzdem das Gehalt kommt, wenn du krank bist oder wenn du sagst, ich war im Urlaub, sondern dann mit jedem Tag, den du nicht arbeitest, gibt es kein Geld.
Und das ist natürlich schon auch eine Last, die du da erstmal mit dir rumträgst. Und da war ich am Anfang auch skeptisch, ob ich das wirklich eingehen will oder aus dieser Sicherheit irgendwo des Angestellten-Daseins raus will in diese Selbstständigkeit. Aber ich habe mich dann dazu durchgerungen, habe es gemacht und ich muss sagen, ich habe es bis dato keinen Tag bereut. Gut. Mir geht es auch gut in der Branche, muss ich sagen. Natürlich, ich würde jetzt anders reden, wenn ich jetzt keine Jobs hätte. Es ist auch alles cool, aber ich sage nur, man kann sich reinarbeiten, man kann Leistung bringen, man kann was tun und man kann einfach auch dann vorwärts kommen. Und wenn man das halt schafft und dann seinen Einsatz bringt, dann glaube ich, läuft es auch. Und wie gesagt, also ich kann mich nicht beklagen von meiner Situation her und mir macht es wahnsinnig Spaß und ich möchte keinen anderen Job der Welt machen. Das ist mein absoluter Traumjob und ich gehe wirklich jeden Tag, wenn ich arbeite, gerne ins Studio, egal für was, für Regie oder Sprechen. Und mit meinen Kolleginnen und Kollegen, es ist wunderbar, es ist so eine super Branche, so ein tolles Miteinander, so ein kollegiales auf Augenhöhe miteinander in jeder hierarchischen Ebene, wenn man so will, weil eigentlich wirklich auch die Hierarchien ziemlich flach sind. Es ist ein Traum. Also ich bin wirklich zu 100% davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. Ich denke, das ist ein Restaurant. Dann weiß ich, was wir jetzt tun. Das Schiff so tarnen, dass die Marine uns nicht findet? Nein, wir essen was. Als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich ehrlich gesagt sehr skeptisch, wie wahrscheinlich wahnsinnig viele andere und Fans auch, und habe mir gedacht, um Gottes Willen, was macht ihr denn jetzt? Lasst doch den Anime sein, bitte, macht jetzt nicht eine Live-Action, das kann doch nichts werden. Hab das ehrlich gesagt ziemlich negativ betrachtet und erstmal abgetan. Dann habe ich mir gedacht, was bist du eigentlich für ein Depp? Wieso bist du so voreingenommen? Gib dem Ganzen doch eine Chance und schau es dir erstmal an. Das habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht und habe dann abgewartet und habe dann immer wieder natürlich die Situation verfolgt. Dann kamen ja einzelne Screenshots vom Making-of oder halt von den Dreharbeiten und dann muss ich sagen, fand ich es eigentlich schon ganz cool. Und dann kamen auch schon ein bisschen so die Charaktere beziehungsweise die Darsteller wurden dann angekündigt. So. Und dann habe ich mir immer mehr gedacht, so eigentlich schon ganz geil, vielleicht wird es ja doch cool und alles. Und dann kam natürlich schon die Frage auf, wie wird es eigentlich synchronisiert in Deutschland? Also kommt es zu uns? Wahrscheinlich ja. Wer macht es dann? Netflix, ja, war dann schon, glaube ich, so ein bisschen am Horizont zu erkennen oder war ja eigentlich klar, dass Oda das mit Netflix zusammen macht. Aber welches Studio synchronisiert es? Wird das Studio, wenn das jetzt ein ganz anderes Studio ist, das mit One Piece bis dato nichts am Hut hatte, werden die eigentlich wirklich auch realisieren, dass wir hier ein Anime seit 20 Jahren machen, dass da Feststimmen drin sind, dass die Fangemeinde da draußen, und das kriege ich ja eben live mit, dass die wirklich auch die Charaktere im Anime mit den Stimmen in Verbindung setzen. Für die sind die Stimmen auch wirklich teilweise wichtig. Wird es das Studio erkennen? Werden die uns anfragen? Also es waren wahnsinnig viele Fragen, wurde ich auch oft gefragt auf Messen und ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht. So war es auch, ich wusste es nicht. Bis dann Anfang diesen Jahres ein Anruf kam von eigentlich so mit dem größten Synchronstudio Deutschlands, von einer sehr netten Produktionsleitung, die ich auch gut kenne. Und die meinte dann, hättest du Lust auf ein Projekt Regie zu machen? Und dann habe ich gesagt, du, ich bin eigentlich schon das halbe Jahr ausgebucht, worum geht's denn? Dann hat sie mir den Decknamen des Regieprojekts gesagt, weil sie es auch gar nicht großartig sagen durfte, weil das halt alles immer mit Codenamen und Decknamen ist. Und dann habe ich gesagt, du, also das hört sich komisch an, aber irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber ich bin eigentlich ausgebucht und jetzt für irgendwas anderes, was jetzt nicht so relevant ist, glaube ich, habe ich jetzt leider nicht die Zeit. Und also, ja, das ist total schade, weil du kennst dich doch so gut mit der Materie aus. Und ich sage, hä, welcher Materie denn? Wir sind ja mit One Piece. Wir sind, hä, jetzt verstehe ich gar nicht so, was hat denn das Ganze jetzt mit One Piece zu tun? Und dann stellte sich eben raus, durch die Blume durch auch mehr oder weniger, dass das eben die Live-Action-Serie ist. Da habe ich gesagt, um Himmels Willen. Ja, das ist ja alles, ändert alles ab. Und dann habe ich natürlich händeringend versucht, irgendwie alles zu schieben und zu machen, weil ich gesagt habe, okay, also wenn du die Chance hast, die Live-Action-Serie Regie zu machen, das ist ja Wahnsinn, das ist ja großartig. Seit 1,5 Jahren beobachte ich das. Und naja, gut, letzten Endes kam es dann dazu. Ich habe dann die Zeit tatsächlich mir nehmen können und habe dann den Auftrag angemahnt, sodass ich jetzt tatsächlich auch die Regie machen durfte. Der Hubertus von Lerchenfeld hat mich dabei unterstützt. Der ist auch für mich 2 Wochen hat er übernommen, weil ich da nicht konnte. Und unsere Anime-Regie, die Marie-Jeanne Videra, die hat mich aufgenommen, weil ich meine eigenen Takes schlecht selber aufnehmen kann, wenn ich vor dem Mikro stehe, dann brauche ich jemanden, der mich supervised und sie hört mich ja permanent im Anime, kennt mich also und hat dann das auch sehr, sehr gut gemacht. Und genau, dann durfte ich eben dieses Projekt jetzt betreuen, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Und wir hatten natürlich dann im Vorfeld, kam die große Frage eben auf und die betraf dann plötzlich auch mich, wie vertonen wir diese Charaktere? Und dann haben wir uns eben mit Netflix auch zusammengesetzt und haben dann gesprochen und sind dann mit Netflix übereingekommen, dass wir ein Casting machen mit den Hauptstimmen und auch mit neuen Stimmen und es einfach ausprobieren und haben dann im Zuge dessen am Ende eigentlich beschlossen, dass es, weil es ja doch auch irgendwo ein Fanprojekt ist, dass es eigentlich die Hauptstimmen, glaube ich, doch bleiben müssen. Und wir haben auch viele
Kollegen dann gefragt und die haben eigentlich alle gesagt, doch, das funktioniert und ihr müsst es, wer soll das sonst machen, wenn nicht ihr, macht das seit 20 Jahren. Und insofern war es dann eigentlich, und Netflix hat dankenswerterweise, herzlichen Dank nochmal, Netflix hat dann auch wirklich gesagt, wir geben euch freie Hand, nehmt die Hauptstimmen, nehmt auch die anderen Charakterstimmen, wir vertrauen euch, ihr werdet es schon machen, ihr habt Ahnung von dem Zeug und wir halten uns zurück und ihr dürft quasi euch da austoben. Und das haben wir dann auch getan und haben dann auch, glaube ich, 90% der Originalstimmen aller anderen Charaktere bekommen, was auch super geil ist. Und ja, und wie gesagt, den Hauptcast dann reingeholt. Und ich glaube, nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist es, glaube ich, echt ganz cool geworden. Und ich hoffe, den Fans gefällt es dann ebenso. Wir werden ein besseres Schiff brauchen, um die Grand Line zu erreichen. Ein richtiges Piratenschiff. Für die Strohhut-Piratenbande. Es ist immer dramatisch, wenn ein Kollege oder eine Kollegin stirbt in unserer Branche. Nicht nur in unserer Branche sowieso, um Gottes Willen, aber in unserer Branche jetzt gemünzt auf die Stimme natürlich, weil ich weiß, dass halt viele Fans auch an den Stimmen hängen. Wie gesagt, das persönliche Drama im Hintergrund ganz außen vorgelassen, das ist unbestritten das Schlimmste sowieso. Aber wenn es jetzt um die Branche, um den Job geht, dann ist natürlich die Stimme weg. Das war ja bei Homer Simpson mit Norbert Gestell genauso. Das ist jetzt mit Eckhard Belle so, das war ja auch für alle ein Riesenschock, hatte keiner geahnt. Das war ja wirklich, also ich will da nicht ins Detail gehen, aber es war ein Wahnsinnsbeben, was durch die Branche ging. Und ich meine, der hat Smoker gesprochen. Es ist eine epische, wichtige Rolle bei One Piece auch zum Beispiel. Also es gibt halt leider, ich meine, gut, das ist der Lauf der Dinge, der Natur, dass natürlich Menschen versterben. Das kann jeden treffen. Philipp Brammer auch damals, völlig unvorhergesehen, war ähnlich wie bei Eckhard Welle, wobei es da noch natürlich dadurch, dass er so jung war, nochmal eine andere Epik hatte. Also es ist immer dramatisch und es geht dann Aufschrei durch die Branche und es trifft alle und das merkt man auch jedem an, wenn man sich dann trifft in den Tagen danach und redet, weil wir uns doch alle sehr, sehr gut kennen. Also überwiegend alle. Und zu der Frage mit der KI, natürlich drängt sich jetzt der Gedanke auf, könnte man jetzt zum Beispiel unter Einhaltung der entsprechenden Lizenzen und Rechte eine Stimme von Eckhard Belle in einen Algorithmus übersetzen und einen Smoker von Person XY spielen lassen, aber danach den Stimmklang von Eckhard Belle drüberlegen, um sozusagen die Original-Smoker-Stimme beizubehalten. Die Frage ist natürlich trotzdem, wird das Spiel das sein, was er fabriziert hat, weil er lebte nicht nur von seiner Stimme, sondern er hat halt einfach auch grandios gespielt. Er war halt in jeder Hinsicht eine Koryphäe in dieser Branche. Also ob das so erzielt werden kann, wobei wir natürlich auch andere großartige Kollegen haben, also das wäre vielleicht schon möglich, aber es ist an der Stelle tatsächlich, würde vielleicht der Wunsch danach entstehen, aber ich sag mal so, man muss aufpassen, weil es ist natürlich auch immer die Büchse der Pandora, man öffnet damit Tür und Tor und wir sehen gerade, was passiert, also vielleicht haben es manche mitbekommen, wir haben hier diese Pumuckl-Geschichten, die wurde jetzt, wurde neu aufgelegt und tatsächlich wurde der Pumuckl unter anderem in einer zweiten Tonspur mit einem Algorithmus von Hans Clarin, der ihn damals gesprochen hat, belegt sozusagen, wurde das aktuelle Spiel jetzt, die Stimme wurde auf der einen Tonspur belassen und auf der zweiten ist dasselbe Spiel, aber die Stimme wurde verfremdet in die ursprüngliche Stimme von Pumuckl. Es ist also möglich, es geht und es wird schon gemacht. Und das mag vielleicht für jemanden, der da zuschaut, ganz toll sein. Wir als diejenigen, die in der Branche tätig sind, für uns ist das natürlich ein extremes Thema und auch eine extreme Sorge, die da herrscht. Manche tun es ab und sagen, ach komm, vergesst es. Manche haben totale Panik. Keiner weiß so richtig, was jetzt los ist. Wir werden da auch einfach abwarten müssen und schauen, was passiert. Aber natürlich, es besteht diese Gefahr und es besteht dadurch natürlich für einige auch die Gefahr, dass wir quasi ersetzt werden, weil wenn natürlich der amerikanische Schauspieler sagt, ich will aber, dass überall auf der Welt alle zwar mit ihrer jeweiligen Landessprache sprechen, aber es soll meine Stimme sein, dann ist es völlig egal, ob ich hier Zac Efron spreche oder wer auch immer, weil am Ende wird sich Zac Efron so anhören, wie Zac Efron in Amerika klingt. Dann kann ich ihn zwar spielen, aber spielen kann ihn auch jemand anderes. Das heißt, diese Individualität, die mich jetzt zum Beispiel ausmacht im Bereich auf Zac Efron, wo ich halt angerufen werde, weil ich die deutsche Stimme jetzt bin oder halt der ist der oder die ist die deutsche Stimme, das entfällt, weil Zac Efron spielen, das können auch andere. Und die Stimme zählt nicht mehr, die wird einfach ersetzt. Und das wird natürlich viele Kollegen und Kolleginnen arbeitslos machen, weil am Ende werden die Firmen sich die holen, die am allerbesten spielen können. Und selbst die, die nur ein bisschen schlechter spielen, werden schon nicht mehr gebucht, weil man hat ja Top-Spieler, Top-Schauspieler und Schauspielerinnen und die sprechen halt dann meinetwegen in einem Film 25 Rollen hintereinander weg und am Ende werden 25 verschiedene Stimmklänge drüber gelegt. Und das, was es jetzt ja ausmacht, dass wir 25 Kollegen gleichzeitig in dem Projekt haben, die jeder auch die Individualität mitbringen, die sie in sich tragen, das wird natürlich entfallen, weil das Spiel kann dann doch nicht so anders sein, wenn es 25 Mal von derselben Person kommt. Und ich glaube, da wird die Qualität auch wieder drunter leiden und es ist, glaube ich, dann doch kritisch zu beäugen.
trotz allem, wie gesagt, ist das Thema einfach ein ganz heißes und gerade sehr, sehr aktuelles Thema. Und wir werden einfach auch zuwarten müssen und schauen, was da sich entwickelt, wie es weitergeht. Wir wissen es teilweise selber noch nicht. Die Techniken sind groß im Kommen und es ist viel möglich heutzutage. Und wer weiß, was in den nächsten 10 Jahren möglich sein wird. Aber wir sehen andererseits auch wieder in Amerika, wo gerade komplett Hollywood gefühlt streikt und auch die Writers, wo auch die Autoren, die Dialogbuchautoren drüben im gesamten Stile streiken, weil die sich einfach da eben auch, die einfach auch streiken dürfen da drüben und sich sozusagen als ja, Gewerkschaft oder halt einfach als Verband dem Streikmittel bedienen dürfen. Und da sehen wir gerade, dass da auch Sorge herrscht, große Sorge und große Befürchtungen. Und das gibt mir wieder ein bisschen Hoffnung, weil ich weiß zwar nicht, inwieweit das Auswirkungen auf Deutschland hat, aber wenn Amerika, und das ist einfach, Amerika ist einfach da der Kopf des Ganzen, wenn die schon auf die Barrikaden gehen mit der KI, dann scheint was dahinter zu sein und dann kann das uns vielleicht auch Ansporn sein in Deutschland, uns auch dann kritisch damit auseinanderzusetzen und im Zweifel uns dagegen zu wehren im Zuge von Verträgen, in denen wir sowas reinschreiben, wie dass unsere Stimmen eben nicht benutzt werden oder dass wir damit nicht mitmachen, wie auch immer. Aber es ist ein großes und in vielerlei Hinsicht umfassendes Thema, juristisch auch oder eben auch, wie gesagt, in unserer Branche einfach von unserem Job, den wir als unseren Lebensunterhalt tätigen. Und da muss man natürlich schon irgendwie schauen, wie das Ganze so weitergeht und wie sich das entwickelt.